Willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme von Let's Create Ambrosia. Was ist passiert? Die Zuschauer von meiner letzten Folge werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass es hier ein bisschen anders aus ist. Wir hatten ja ursprünglich den Plan, oder ich hatte ursprünglich den Plan, dass ich zufällig ein Thema auswähle und das Spiel in diese Richtung hin entwickle. Es hat sich leider herausgestellt, dass ich einfach ein riesengroßer Noob bin und keine Ahnung von der ganzen Materie habe. Dass ich die letzten, ich sage es mal, waren es Woche, damit verbracht habe, einfach mal ein bisschen mit diesen ganzen LWJGL und Slick und Java und mit den Werkzeugen hier Pinter ein bisschen zurechtzukommen. Und ich habe mein Ambrosia mal jetzt hat offscreen ein bisschen erweitert, um einfach nur mal so eine Art kleines Mini-Bubble-Shooter zu machen. Das Ganze ist ziemlich schlecht, grafisch sehr aufwendig gestaltet, ziemlich buggy. Aber es funktioniert schon einiges. Das heißt, man kann Objekte jetzt halt in eine Laufrichtung bewegen und die kollidieren auch. Und ja, wird bestimmt der nächste Hit. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, wir machen damit weiter. Und ich kann ja mal ganz kurz mal über diesen unkommentierten Code oder teilweise unkommentierten Code mal kurz überfliegen und schauen, was ich bis jetzt gemacht habe. Was man noch kennt, ist, wo ist sie jetzt? Ich sehe hier gar nichts. Ist meine Game-Klasse. Die hat sich nicht sonderlich viel verändert. Wir haben noch immer noch unsere Main mit unseren App-Container. Wir haben immer noch unsere Update-Methode, die so Sachen macht wie Input, also Key-Inputs oder Mausklicks abfangen. Und wir haben noch unsere Render-Methode, die das Ganze zeichnet, was ich gerne gezeichnet haben möchte. Und so wie eine Init-Methode, die Ressourcen lädt, sage ich jetzt mal. Das heißt, Grafikdateien von der Festplatte laden und ja, solche Sachen halt. Was habe ich noch erstellt? Ich habe ein Draw-Objekt erstellt. Ich überfliege das mal kurz. Und zwar das Draw-Objekt, was das Interface iDrawable implementiert, was so aussieht. Was nichts anderes als diese Grundstruktur für unsere drei Update-Render- und Init-Methoden vorgibt. Und ja, der Vorteil von dem Draw-Objekt ist, dass jedes Draw-Objekt ein Image hat, also eine Grafik, sage ich jetzt mal, weil wenn wir es drawen wollen oder zeichnen wollen, dann sollte es schon etwas zum Zeichnen geben. Eine Position auf der Koordinate hat, also XY. Und eine Rotation hat, also die Rotation ist, man muss sich das so vorstellen, wenn wir eine Grafik haben, wie zeige ich das am besten? Und zwar nehmen wir an, wir haben jetzt eine Grafik, wenn man Pinter aufgeht. So, das hier ist unser, was nehmen wir? Wir nehmen unseren Pinsel, das ist unser Dreieck und das hat eine Rotation von 0. So, wenn ich jetzt hergehe und sage, dasselbe Dreieck sieht es so aus, dann hat es eine Rotation von 90, also so uhrzeigermäßig. Das heißt, oben 0, auf 3 Uhr wäre 90 Grad, auf 6 Uhr 180, um 21 Uhr oder 9 Uhr wäre dann 270 Grad und das Ganze dann voll. Das sagt unsere Rotation aus. Und ja, jetzt habe ich schon wieder diesen Pinter-Bug. Also die Software ist sehr buggy. Ziemlich buggy, muss ich zugeben. Vielleicht liegt es auch nur an meinem Aufnahmeprogramm. Ach, was soll's. So, was haben wir noch? Unseren Vektor 2f. Das ist für die Last Position. Und zwar, das ist nichts an. Eigentlich ist in dem Fall, jetzt hat mein Vektor 2f, das ist eine eigen erstellte. Huch, huch, huch. Wie waren das hier bei Eclipse? Ich glaube F3? Nee. Okay. Ich benutze Vektor einfach nur, um zurzeit noch um X und Y, also Positionen in einer Variablen praktisch zu speichern. Muss ich nicht immer mit X und Y arbeiten. Ist ein bisschen bequemer. Ich hätte es ja einfach bloß Last Post X und Last Post Y nehmen können. Ja, was haben wir noch? Wir haben unseren Konstruktor von dem Draw-Objekt. Nichts anderes als im Moment eine Konsolenausgabe, dass ein Objekt erzeugt wurde, ein zeichenbares Objekt erzeugt wurde. Das habe ich für mich gemacht, damit ich die ganze Übersicht behalten konnte, wie viele Objekte es wirklich da sind. Vielleicht verliere ich ja ein paar, da muss ich einen Suchtrupp losschicken. Ja, was haben wir noch? Wir haben unseren Konstruktor überladen mit der Möglichkeit, dass es schon eine Grafik entgegennimmt und ja, ist praktisch. Ja, dann haben wir hier unsere Getter-Methode,
unsere Setter-Methoden für die Position X und Position Y und sozusagen nochmal eine Bequemlichkeitsmethode, die ja, X und Y zusammen entgegennimmt und noch zusätzlich die letzte Position speichert, was ich jetzt halt hier nicht drin habe. Das ist geschludert, das gebe ich zu. Und dasselbe nochmal als Überladung für Vektor 2f. Wie gesagt, das ganze Ding ist jetzt ziemlich wirr und konstrus und wir werden das zusammen mal ein bisschen aufdröseln und erweitern. Ich würde mal sagen, wir lassen das mit diesem Zufallsgame ohne Plan. Wir machen jetzt einfach, oder ich mache jetzt einfach diesen Bubble-Shooter vorerst mal weiter, sodass er einigermaßen stabil läuft und einigermaßen richtig läuft. Und dann können wir ja entscheiden, was wir weitermachen, ob wir den Bubble-Shooter weitermachen oder ob wir das ursprüngliche Objekt weitermachen wollen. So, dann sind noch so ein paar Sachen, die ich so gebraucht habe, so Dinge wie die Rotation, dass die immer 360 ist. Das heißt, wenn es irgendwie aus irgendeinem Grund du dem eine Rotation von 720 gibst, dass er sich nicht 20, 30, 40 oder was weiß ich wie oft rumdreht. Okay, bei 720 ist es nicht 30, 40 Mal, aber dass es halt immer in dem Radius bleibt. Das sind so Sachen wie mit Modulus und den Restwert und ja. Ja, was habe ich noch? Eine Funktion, dass ich die ganze Ding um den Radius nach links und rechts drehen kann, die Grafik. Hat den Vorteil, ist bequem und dann habe ich hier noch meine Update-Methode und meine Render-Methode, die das Ganze zeichnet, eine Edit-Methode, die, die mir ein neues das Bild praktisch erzeugt an der Stelle und ja, eine Kollision. Das Container, das ist sowas, was ich mal rumgetestet habe, das ist das Teil hier. Das ist, ich möchte diese ganze Kollisionssache, das muss ich nachher noch machen, und zwar, ich möchte dasselbe machen. Ich habe jetzt zwar hier die Kollisions- oder die Intersect-Methoden von Ding benutzt, von Slick, aber ich möchte jetzt zumindest für Kollision zwischen Rechteck und Rechteck, beziehungsweise Kreis und Kreis oder Rechteck und Kreis selber noch implementieren. Und ja, deswegen habe ich mir das Objekt hier erstellt und da kann ich es danach auch schön noch erweitern. So, was haben wir noch? Wir haben unsere Bubble, das, was man am Anfang gesehen hat. Das ist ein Kind-Objekt von DrawObject, was ein paar Sachen überschreibt und eigentlich im Prinzip die Winkelberechnung ist da drin, wie es fliegen soll. Und diese Bubble Factory ist einfach nur dafür da, um neue Bubble zu erzeugen. Und ein paar Hilfsmethoden habe ich noch gemacht. Und was ich auch noch gemacht habe, ist mir eine Image Factory gebaut, dass die Grafiken, die jedes Mal, wenn ich ein neues Image erzeuge mit einer Grafik drin, dann findet praktisch eine Festplattenaktivität statt, also eine IO-Operation. Und das kann ich eigentlich nicht gebrauchen, dass so viel, ich sage es mal, Traffic auf der Festplatte ist. Das Ding macht nichts anderes als jedes verschiedene Bild, was es gibt. Es sind im Moment bloß drei Stück, am Anfang zu laden im Init und praktisch bloß die Referenz vom Image dann später kopiert, wenn man sie möchte. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Grid gemacht, auch ganz rudimentär. Ja, Column und Rows, also hier Spalte und Reihe. Dann noch so ein paar Sachen wie schiebe die Kugel dahin, schiebe die Kugel dorthin, was ist in meiner Nähe etc. pp. So, was ich jetzt heute machen wollte, war, und zwar, ich kann es mal kurz zeigen, ich habe im Eifer, ich muss hier zugeben, ich habe dafür nicht arg lang rumgemacht, ich habe rumprobiert, eigentlich das Häufigste, weil ich ziemlich schlecht in Mathe bin. Also, weil ihr weitermachen wollt und seid schlecht in Mathe, das bin ich jetzt hier gerade im Nachholen im YouTube, war, ich habe die meiste Zeit habe ich für den Scheiß hier verbracht, Entschuldigung, und zwar für hier Winkelfunktion, Trigonometrie. Und zwar, ich bin zwar noch einigermaßen gut in normaler, also was heißt in Geometrie, hier, das Einzige, was ich mir merken konnte, war A² plus B² ist C², das weiß ich noch, was meine Schule weiß, den Rest habe ich vergessen. Und ja, ich habe da ewig lang rumgemacht, wie das nochmal war mit dem Sinus und dem Cosinus und dafür habe ich eigentlich die meiste Zeit verbracht. So, was ich heute machen wollte, ist die Kollisionsabfrage zu verfeinern. Und zwar, wie man hier jetzt gut erkennt, ist, das sind viereckige. Ich habe für die Kollisionsabfrage Grundkörper benutzt. Es gibt ja die Grundkörperkreis und Dreieck und Rechteck und Punkt gibt es, glaube ich, noch ist Grundkörper. Soweit ich weiß. Und also ein Vieleck. Ein Dreieck ist ja ein Vieleck, aber.
höhere Vielecke gibt es ja auch noch als Grundkörper, aber die wichtigsten sind eigentlich Rechteck, Kreis und Dreieck bzw. Punkt. Und ich habe zur Kollisionsabfrage oder zur Grundlage ein Rechteck benutzt. Wie man sieht, ist das Ganze ein bisschen, ich sage es mal eckig, weil bei einem Kreis, wenn ich einen Kreis als Grundlage genommen hätte, wäre jetzt hier noch durchgehuscht. Ist er in dem Fall jetzt nicht. Versucht es mal nachzustellen. Ist ein bisschen schlecht implementiert. Vielleicht hat man es jetzt hier gerade gesehen. Der war schon durch und dann ist die Ecke an Ecke gestoßen. Die schwarze Ecke, die man hier jetzt nicht sieht, weil die Grafik transparent ist, an der Stelle transparent ist. Aber die Kollision halt auf den ganzen Rechteck von der Grafik basiert. Ich stehe jetzt mal sagen, wir machen jetzt weiter mit der Kollision von zwei Kreisen, weil das ja eigentlich auch zwei Kreise sind. Und ja, wie machen wir das jetzt halt? Wir haben hier ich habe jetzt hier meine Bubble. Aber hier ist mein Kollisionscontainer. Und wie man es hier sieht, hat der ein Rectangle als Shape. Ich werde jetzt mal hergehen und werde jetzt das Ganze jetzt halt mal auskommentieren, damit ich hier nicht durcheinander komme. Das werden hier wahrscheinlich 5 Milliarden Fehlermeldungen schmeißen. Und werde es einfach mal nur neu anfangen mit dem Kollisionscontainer und werde es als Grundlage ein Circle benutzen. Sage es einfach mal hier Circle als Ding, als Variable, als variablen Name. Das werde ich hier mal wo ist mein Konstruktor? Mein Konstruktor mal neu bauen. Public Collision Container, nehme ein Circle entgegen und nenne den Circle. Und werde es dasselbe dann nochmal hier machen, indem ich ihm sage, dass unsere Pri Nee, unsere Public ist es. Ja. Eigentlich soll es privat sein, aber ich habe wahrscheinlich rumgetestet und war zu faul, alles richtig zu machen, dass ich die wahrscheinlich an irgendeiner Stelle Public gebraucht habe. Werde ich sehen, vielleicht kann ich es auch gleich mit reparieren. Auf jeden Fall sage ich es in dem Fall, dass unser entgegengenommener Kreis jetzt hat unser privat, also unser Public-privater Kreis wird. So, das Ganze hat noch eine Überladung. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich die noch brauche. Und zwar Post X, Post Y, Width und Height. Da erzeugt er ein neues Rectangle. Können wir in dem Fall jetzt nicht brauchen, aber wir können sie also anders da gestalten, nicht überschreiben, sondern anders da gestalten, indem wir eben eine Überladung machen, da auch eine Post X entgegennehmen für unseren Mittelpunkt, den Kreismittelpunkt und Pos Y für den Kreismittelpunkt und jetzt hier nicht die Width und die Height entgegennehmen, sondern den Radius. So, damit können wir auch schon einen Kreis erzeugen. Was habe ich hier noch gemacht? Hier habe ich ein Draw-Objekt entgegengenommen. Dann konnte ich einfach, damit es ist einfach so gewesen, wenn ich jetzt ein Objekt habe und ein anderes, oh, ich mache hier gerade mit meinen Händen rum, das seht ihr ja gar nicht. Wenn ich jetzt ein Draw-Objekt habe, kann ich ihm ein anderes Draw-Objekt geben und der sagt mir dann einfach später, ob die kollidieren oder nicht. Weiß ich nicht, ob wir es brauchen. Ich habe es gemacht im Eifer des Gefechts. Ich werde es hier einfach mal übernehmen, blind. Und vielleicht offscreen das ganze Zeug und die ganzen Ungereimtheiten bereinigen, sodass wir dann beim nächsten Mal eine saubere Umgebung haben. Hier habe ich noch vergessen, das Ganze auszuprogrammieren. Und zwar Circle, wo ist es? Hallo. IDE, Dankeschön. Unser Circle ist ein neuer Circle. Circle, in dem ich ihm die Center Position X und Center Position Y gebe und noch einen Float Radius. Was braucht er noch? Nix. Nix. Gut. Gut, dann sage ich ihm int hoch. Hoch. Huch, 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 wo ist er? Hint pos x. Int pos y. Und Radius. Das Ganze muss ich auch noch wahrscheinlich casten, oder? So, ein Semikolon noch, weil es schöner aussieht. Und dann haben wir auch diesen Konstruktor ausprogrammiert. So, wie sieht die ganze Sache mit dem Kollisionscontainer aus? Das könnte ungefähr hinkommen. So, this
Ach ja, genau, das ist, der ruft dann praktisch unseren anderen Konstruktor auf von unserem Collision Container, von dem hier, indem wir ihm sagen, das können wir eigentlich so fast eigentlich komplett übernehmen, bis auf hinten den Radius müssen wir nur umändern, dann brauche ich mir hier nicht einen Wolf. Das ist gut, eine Zeile sollte nicht gerade ein Problem für mich sein, der so viel im Tag tippt, aber, nö, ich mag nicht. So, damit wäre das auch geklärt. Object Radius. Das ist das Problem. Wir haben den Radius noch nirgendwo implementiert. Genau. Ja. Wie mache ich das jetzt am besten? Und zwar, wir brauchen in unserem Draw Object noch die Möglichkeit, einen Radius zwischenzuspeichern. Gut, habe ich jetzt hier jetzt noch nirgendwo. Werde ich jetzt einfach jetzt mal so blind machen, damit ich hier weiterkomme. Public int, das Ganze ist auch mal public. Jetzt weiß ich auch, wie die ganze andere unsaubere Sache entgegengekommen ist. Indem ich einfach faul bin. So. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Wo war ich jetzt hier? Genau. Und zwar, was habe ich hier ursprünglich genommen? Ich habe die Width und die Height entgegengenommen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo die ist. Get Width. Wo bist du? Hallo? 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 Get Image. Rotate Left, Update. Hallo? Bin ich jetzt blöd? Ach! Das ist vom Image. Jetzt habe ich das ganze Ding verstanden. Ja, doof. Dann werde ich hier einfach das so lassen und guck mal, wie ich damit zurechtkomme. Dann lassen wir einfach den Konstruktor weg. Das können wir ja später noch machen. Wichtig ist, dass wir einen Circle haben, den wir vergleichen können. Wie ihr seht, Professionalität am Tage, so wie es sein soll. Gut, weiter geht's. Und zwar sind die wichtigsten hier unten, das sind unsere Intersect-Methoden, die hier ziemlich, hier sieht man es noch, hier habe ich mir einen Kommentar gemacht, dass ich mir eine eigene Überlappungserkennungsmethode schreiben will. Und das werde ich jetzt hier auch machen. Und zwar, indem ich hier sage, Public Boolean, also wir möchten entweder ein Ja oder ein Nein zurückbekommen. Und vor lauter durcheinander, Public Boolean Intersects. Und dann nehmen wir ein Objekt vom Typ Circle entgegen. Nehmen wir mal Target oder ob Intersects, also vom Fluss her wäre es eigentlich Width, und zwar, wenn man es später programmiert, ja, dann sagt man, was weiß ich, this.bubble.collisioncontainer zum Beispiel, ich sage es mal Colli, Punkt Intersects, und dann wäre hier ein Width, ja, Intersects vom Sprachfluss her Width, deswegen nenne ich die Variable hier jetzt mal Width. So, und dann geben wir einfach mal der Einfachheit halber hier mal einfach mal ein True zurück. Denn wir kollidieren mit jedem heute. Return True. Meine Güte. Das kommt davon, wenn man den ganzen Tag mit Call und Seaside durch die Gegend macht. So, wie sieht so eine Intersektion aus zwischen zwei Kreisen? Ich versuche das mal hier am Pinter darzustellen. Und zwar nehmen wir mal an, wir haben einen Kreis. Kreis, Kreis, Kreis. Was ein Scheiß. Ein Kreis. So. Und wir haben hier ist auch nochmal ein Kreis. Das hier ist Kreis A und das hier ist Kreis B. A, B. Also wie wir es halt gut erkennen, kollidieren die nicht. Weiß der Computer natürlich nicht. Die ganze Sache sieht anders aus. Ich habe es auch rausgefunden, wie ich mit Ding endlich mal verschieben kann. Und zwar, das war schon richtig, was ich hier hatte. Mit dem Teil hier. Nur hat es so ausgesehen. Es funktioniert jetzt halt. Ich werde wahnsinnig. Vor ein paar Tagen ging es noch nicht. Egal. In dem Fall jetzt hat, auch wenn Pinter hier sagt, es mag nicht, sieht das Ganze hier jetzt halt sehr komisch aus. Umschalten. Was war es? Umschalten A? Umschalten D? Ich mag Pinter nicht. Das ist so komisch.
Das ist so gemein zu mir. So. Zack, weg mit dir. Mag ich nicht. Nochmal von vorne. Wir haben hier einen Kreis A gehabt und jetzt hat der Kreis B kollidiert hier. Und wie wir hier gut an der als Mensch erkennen können, ist das die Fläche, wo es überlappt. So, wie bringe ich jetzt halt einen Computer bei oder mathematisch jemanden bei, dass zwei Kreise kollidiert sind? Und zwar folgendermaßen. Man muss sich das so vorstellen wie ein Koordinatensystem. Das heißt, hier oben wäre 0, 0, hier unten wäre dann, keine Ahnung, 800 mal, was haben wir? Ach, sagen wir mal 800 mal 600 oder 600, 800. Und wir haben ja unseren Mittelpunkt. Und der Mittelpunkt, der hat eine Koordinate. Beispiel, der hat 100 mal 100, 100 und der hat 120, das, keine Ahnung, 120. So, wenn ich jetzt halt mir mal einen einzelnen Kreis betrachte, mach das mal wieder weg. Wenn ich mir einen einzelnen Kreis betrachte, der hier, so, und einen zweiten Kreis habe, mache ich mal ein bisschen kleiner, ja, dann ist der Abstand hier und hier ist, huch, das wollte ich jetzt nicht, der Abstand zwischen den beiden Mittelpunkten, wo ist denn eine Linie? Gibt es hier eine Linie? Genau. Der Abstand hier ist größer als beide Radien zusammen. Ha! Und das ist der ganze Trick dabei. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Radius von 5 habe und hier einen Radius von 3, dann sind die beiden Radien zusammen 8. Schreiben wir mal hin. Huch, ich brauche wieder einen Bleistift. 8. So. Wenn jetzt diese Strecke hier länger als 8 ist, dann können diese beiden unmöglich kollidieren. Wenn es genau 8 ist, die Strecke zwischendrin, wenn es genau 8 ist, sagen wir mal so, ja, dann ist es wirklich auf der Kante und dann müssen wir entscheiden, ob wir jetzt sagen, es muss kleiner sein oder das liegt uns überlassen. Also ich kann hier wirklich schlecht zeichnen, das wäre genau auf der Kante. Das heißt, wenn diese Strecke kleiner ist, 7,9, ja, dann wissen wir, dass der Kreis innerhalb des anderen Kreises ist und das ist eine Kollision zwischen zwei Kreisen. So, wie man diese Fläche jetzt hier rauskriegt, Entschuldigung. Wie man diese Strecke jetzt hier rauskriegt, können wir eigentlich einen Pythagoras verwenden, indem wir wissen ja, wo die hier ist, wir wissen, wo die hier ist, ja, wir wissen auch, wo die relativ zur Seite steht und zack, haben wir hier einen rechten Winkel und a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat und dann wissen wir, wie lang das ist. Oder wir benutzen einfach die Distanz, indem wir zwei Punkte definieren und sagen, gib uns die Entfernung. Aber wir möchten es ja ausführlich machen. So. Indem ich mal sagen, wir machen das Ganze jetzt halt mal. Wo ist mein Eclipse? Da ist mein Eclipse. So, wir müssen anfangen mit. Wir brauchen einen Punkt. Ein Mittelpunkt A ist von uns der Circle. Huch. Unser. Nein, nicht Clone. Ich möchte Circle haben. Circle finde ich toller. Circle. Punkt. Punkt. Nix Punkt. Hallo, 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 Noob am Werk. Circle, Punkt. So, und dann gibt es hier bestimmt Get Center. Genau, Get Center X, Get Center Y. Gut, sollen wir mit einem Vektorvariablen arbeiten oder sollen wir wirklich ausführlich machen, indem wir für jeden Punkt, also für jede Achse, sage ich mal, ein eigenes Ding nehmen. Dann sagen wir mal, mpax ist gleich this circle.getPosX. GetPos, wo ist es? Pos. GetCenterX. So, das Ganze ist ein Float und das müssen wir in Int klatschen. Deswegen casten wir das Ganze. Warum ich hier mit Integern arbeite, ist, ich habe ein Rastersystem in meinem Spiel und ich habe keine krummen Float-Zahlen, also auf dem Raster. Das heißt, die sind pixelmäßig, sind die auf dem Pixel fertig. Also ich kann keinen halben Pixel machen in Ding. Vielleicht geht es schon, ich weiß bloß nicht, wie es geht, aber ich gehe davon aus, dass ich nur mit ganzen Pixeln arbeiten möchte. So, das Ganze mache ich jetzt auch für den Y-Wert, indem ich ihm sage, int this, vielleicht labere ich hier auch einen Käse, ich weiß es nicht, vielleicht lernt ihr was, vielleicht lernt ihr nichts, mir ist es egal, eigentlich nicht, ich habe ja einen Bildungsauftrag, wie sagt man so schön,
Okay, der war geklaut. Ja, wir haben jetzt halt, zwei Variablen für unseren x-Wert und für unseren y-Wert. Das mache ich einfach nur in der Ausführlichkeit halber. Das kann man ja später, hätten wir eigentlich auch direkt hier drauf zugreifen können. Aber was Schelz hatte Franzos gesagt. So, dann brauchen wir dasselbe nur für unseren b-Kreis. Das ist das, was wir entgegennehmen. Ja, x wäre in dem Fall jetzt halt cos x. Huch. Hallo. Cos x. Und MP, warum habe ich eigentlich MP genommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. MP, MP, MP. MP? Für was steht ein MP? Keine Ahnung. Nicht Post X. Jetzt bin ich komplett raus. Von unserem With. Hahaha. Get X, Get X, Get X, Get Sender X. Da ist es. So, das Ganze wieder casten. Und MP BY. Ist auch ein Int oder soll später ein Int werden. Get Center Y. So, damit wäre schon mal geklärt, wo die sich befinden. Jetzt muss man kurz überlegen, weil in der. Normalerweise ist es so, aus dem Schulkoordinatensystem kennt man es ja noch. Hier unten sagen wir es mal, aber die Achsen gehen nach oben und nach rechts. Das heißt, x nimmt nach rechts zu und y nimmt nach oben zu. Bei uns hier oder OpenGL oder halt in Ding ist es anders da. Da fängt es hier oben mit 0, 0 an. X nimmt zwar weiterhin nach rechts zu, aber y nimmt nach unten zu, nach oben ab. Also das, hier wäre 0, 0 und hier unten wäre 800, 600 oder. 6, 8, 8, 6, so in dem Dreh. Also sagen wir mal, hier unten wäre 800, 800, hier so. Ja. Das nur zur Begriffs-, also zur Erklärung. Huch, das ist das falsche Programm. Und das war Pinter, sehr schön, nicht mein. Gut, ich dachte schon hier, mein Aufnahmeprogramm wäre abgekackt. So, das Ganze mal wieder speichern und schließen. Pinter nochmal neu aufmachen. Nimmt der auf hier? Ja, der nimmt auf. Was wollte ich jetzt? Ah, genau. Wir haben ja von unseren zwei Kreisen, hier und hier, wissen wir jetzt halt schon, wo unsere Punkte sind. Hier und hier. Das haben wir jetzt halt schon entgegengenommen. So, und jetzt halt müssen wir die Radien prüfen. Das heißt, wir machen eine Berechnung, indem wir sagen, die Länge der Radien, also int sum Rad, ist gleich. Von unserem Circle, also von unserem Objekt, den Circle, Punkt Radius ist ein Float, das Ganze wieder ein Int. Und plus den Radius von unserem Kreisobjekt, was wir entgegengenommen haben. Plus Int. Circle, nee, Width heißt es, Entschuldigung, Radius. So, jetzt haben wir hier eine Zahl drin, was die Summe der beiden spricht. Die brauchen wir später zum Vergleichen. Und jetzt kommt das, ich sage es mal, das etwas kompliziertere an dem ganzen Teil. Und zwar, wir müssen jetzt halt berechnen, wie weit die Strecke ist zwischen den beiden. Das heißt, wir müssen jetzt halt das hier berechnen. Ich nehme jetzt hier mal einen Stift. Das hier. So. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir setzen das Dreieck gedanklich so an, dass hier der rechte Winkel ist, oder wir setzen das Dreieck gedanklich so an, dass hier der rechte Winkel ist. So, in beiden Fällen ist es eigentlich Geschmackssache. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen die Variante hier. So, und definieren das Ganze, wenn das jetzt halt hier der C-Punkt wäre und das hier die kleinen c, definieren wir. Was war es? Linksrum war es, glaube ich. C. Jetzt bin ich selber gerade verwirrt. Wenn da C ist, ist da A. Und da ist B. Oder andersrum. Ich sage es einfach mal so. Also das hier ist es weg. B, dann kommt hier B hin. Und dann kommt hier A hin. Für die Punkte, die wir eigentlich gar nicht brauchen. In dem Fall. Ja. So. Das heißt, wir müssen jetzt halt als erstes rausfinden, wie lang das hier ist. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Das hier ist die Y-Achse und das hier ist die X-Achse. So, unsere Seite A ist genauso lang wie, Moment, das muss ich gerade selber gucken, wie der Y-Wert
von dem hier, das heißt, wenn das jetzt 200 sind, und zwar abgezogen vom y-Wert von dem hier. Wenn das jetzt 400 wären und das wäre 200, dann ist unser a 200 lang, rein theoretisch. Ja, das heißt, von hier, also von hier 0 bis hier sind es jetzt, sagen wir mal, 400 und von hier bis zu dem Punkt sind es 200, dann ist das, was übrig bleibt, unser a. Und dasselbe machen wir auch für die Seite, für unsere B-Seite, indem wir sagen, okay, wir brauchen die Distanz von, das sieht alles ziemlich wirr aus, aber vielleicht kann man es ja einigermaßen folgen, was ich hier fabriziere, indem wir nicht auf der x-Linie, sondern nicht auf der y, sondern auf der x-Achse arbeiten, indem wir eben sagen, okay, wir finden raus, wie groß der Wert x von unserem a ist, ja, also von dem x hier, und ziehen einfach den x-Wert von b ab, minus den bx-Wert oder die Position, und dann haben wir auch das Teil hier. Das heißt, wir ziehen von dem Gesamten den Bereich hier ab. Und dann haben wir unsere Seite B. Ja, und steht mal sagen, das machen wir jetzt. Das muss ich gerade selber das so machen, damit ich mein Gelaber auch so umsetzen kann. Wo ist jetzt wieder? Nein, ich mag das nicht. Das Pinter, das verträgt sich überhaupt nicht mit meinem Aufnahmeprogramm. Wie kriege ich das jetzt klein? So, 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 so kriege ich das klein. Okay, gut, dann schiebe ich das hier nach rechts, das schiebe ich nach links und dann sehe ich, dass ich nichts sehe. Ebene brauche ich jetzt gerade nicht, Chronik brauche ich gerade nicht, das brauche ich gerade auch nicht. Das ist nur, damit ich jetzt sehe, was ich gelabert habe und das umsetzen kann. Also, wir müssen unsere Seite A ausrechnen, unsere imaginäre Seite A, indem wir sagen, okay, machen wir mal ein Float oder nee, ein Int reicht eigentlich auch, machen wir ein Int. Int a ist gleich, und zwar ist es die x-Position von unserem b-Punkt, was in dem Fall, ach stimmt, wir haben noch gar nicht definiert, von was wir ausgehen, von welchem Kreis wir ausgehen. Wir sagen, ob der unten oder oben ist, das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Wir sagen einfach, wir gehen einfach mal so aus, dass die Kollision von unten kommt, wie unserem Bubble-Shooter, in dem das Objekt ist, was die Berechnung ausführt. So, dann ist das hier unser B-Kreis, unser Width-Kreis, und das ist unser Objekt. So, indem wir in dem Fall jetzt halt sagen, was wollte ich jetzt? Jetzt bin ich schon wieder komplett raus. Ich lasse mich so leicht ablenken. Das ist eigentlich voll schwer zu erklären oder zu labern, irgendwas zu erfinden, irgendwas aus der Nase zu ziehen, ohne Konzept, weil ich habe keine Lust oder ich habe keine Ahnung, wie ich ein Konzept, ich bin einfach nicht dafür geschaffen, sondern einfach drauf loszulegen und ja, das Ganze dann auch noch in die Tat umzusetzen, damit es einigermaßen was wird. So, indem wir die sagen, die Seite A ist die Position von unserem With-Objekt, also die Y-Position, also MPB Y minus die Y-Position von unserem A-Objekt. Das heißt MPA Y. So, das ist unsere A-Seite. Die ist so lang. Also in dem Fall so lang. Und dasselbe brauchen wir noch für die B-Seite, indem wir sagen, die B-Seite ist auch wieder ausgehend von unserem jetzigen Objekt. Also diesmal geht es ausgehend von diesem Objekt, was die Berechnung ausführt. Den oben rechts, den Kreis, den Bild, den hier. Das wäre MPA x-Wert minus, also die komplette Strecke hier, minus den x-Wert von dem Kreis. So, das wäre dann MPBX. So. Und jetzt haben wir eine zwei Seiten. Und jetzt können wir die Länge von C ausrechnen. Float C ist gleich A mal A plus B mal B und das Ganze Math.sqr, also Square, Quadrat, quadrieren oder halt Quadratwurzel daraus ziehen. Und was wir gerade wahrscheinlich wieder irgendwas gecastet haben, genau, from double to float. So, und das Ganze jetzt hat noch einen Float ausgegeben. Und jetzt haben wir unsere Distanz rein rechnerisch. Das heißt, das wäre unsere Instanz. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch vergleichen, indem wir eine if-Abfrage machen. If, also c muss größer sein, das heißt, wenn c kleiner ist als die Summe der Rads,
Dann machen wir einen Float draus, also so, als die Summe der Rads. Dann soll er einen True zurückschmeißen. Und ansonsten ein False. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Bock missgebaut. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen Haufen Fehlermeldungen, weil ich ja unser Shape-Objekt weggenommen habe. Deswegen muss ich jetzt halt hier Stück für Stück das wieder reinstückeln. Und werde mal gucken, ob das überhaupt so einfach möglich ist. Als erstes müssen wir unserem Draw-Objekt. Ja, wir sind in unserem Draw-Objekt, mein Fehler. Unsere Collision, da nimmt er ein Draw-Objekt entgegen. Das war die, was wir nicht ausprogrammieren wollten. Genau. So, dann habe ich hier oben mein Shape. Habe ich hier irgendwo ein Shape? Shape habe ich nirgends. Gut. Dann tue ich hier einfach sagen, dann mache ich hier den Konstruktor hier entgegen. Mit dem, dass ich halt einen Radius noch entgegennehmen muss, weil jetzt jedes Draw-Objekt einen Radius hat, haben wir ja fest implementiert. Dann kann ich den Konstruktor hier doch noch machen, indem ich ihm jetzt halt nicht die getHeight und die getWidth mache, sondern Object.Radius. Radius entgegennehme. So, und damit passt es wieder. Der springt dann von hier, springt er hier hin. Und ja, damit wird das geklärt. Also der Fehler wäre jetzt mal beseitigt an der Stelle. So, jetzt gucken wir uns den nächsten Fehler an. Wo meckert er noch? Er meckert, gucken wir mal von oben nach unten. Was haben wir hier? Hier das Shape. Das Ding heißt nicht mehr Shape. Wir hätten eigentlich auch Refactor nehmen können, aber haben wir nicht gemacht. So. SetPos x, Circle x ist gleich int x. Das ist das Problem. Der Circle hat kein x in dem Sinn. An der Stelle ist vorher gemeint gewesen, von einem, wenn man ein Rechteck hat, die oberlinkere Ecke. Das heißt, wir können hier nicht einfach den Mittelpunkt nehmen. Wir müssen an der Stelle den get. Gibt's das? Gibt's. Get x. Ich denke mal, das ist der Punkt, den ich meine. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Halt, stopp. Was laber ich hier? Set Center, genau, Set X, da haben wir es doch. Set X ist gleich, genau, Set Position, genau, dann wird es auch an die. Das ist, damit es überlappt. Das ist praktisch so, ihr müsst es euch wie eine Hitbox vorstellen, dass, wenn wir ein Image haben, ein rechteckiges Image, soll da später ein unsichtbarer Kreis oben drauf liegen. Und deswegen müssen wir den Kreis passend zum Image setzen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die Position von x setzen, müssen wir den Kreis da mit hinsetzen. Das heißt, das ist ja alles viereckig sozusagen, das Shape. Wenn das jetzt halt unser Image-Objekt ist, ja, soll der Kreis so mit anliegen. So. Funktioniert es in dem Fall nur mit einem Quadrat? Habe ich jetzt alles nicht so getestet. Wir gucken einfach mal, ob es funktioniert einigermaßen. Aber unsere Bubbles sind ja, die sind ja gleichmäßig im Viereck. Die sind ja, es sind so, glaube ich, 16 mal 16 oder 32 mal 32 Pixel. Von daher passt es jetzt an dieser Stelle einfach. Und wie gesagt, ich werde das Offscreen das alles aufräumen, damit das alles wieder eine durchgängige Linie hat. Das war jetzt eher so eine, ich habe es mal Laune, wieder das aufzunehmen, Aktion hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, was das war hier. Da prüft er auf Null. Dann machen wir das hier auch. Und dasselbe machen wir auch an der Stelle hier. Circle Null. Und hier setzen wir von unserem Circle, setzen wir Set Y, was glaube ich den gecasteten Y-Wert. So, da werden die Fehler auch behoben. So, es sind hier noch weitere in der Datei. Müsste glaube ich noch einer sein. Nein, gut. Jetzt gucken wir mal, was wir im Grid noch falsch hatten oder was da noch nicht gepasst hat. Wahrscheinlich wieder Variablenname. Ich sollte wirklich mal die Refactor-Funktion von der IDE benutzen. So, genau. So, da will er eine Überladung von Intersect benutzen. Und dann nimmt er ein POS. Und POS ist eine. Was ist POS? POS, POS. Wo habe ich POS her? Ist ein Rectangle. So, das heißt, dann müssen wir aus POS ein Circle machen. Circle. So, this fields XY, genau, das ist ein Feld von Rectangles. Da gehe ich mal hin und mache daraus mal ein Feld aus Circles.
oder ein multidimensionales Feld aus Circles. Ja. So, was will er jetzt hier? Circle cannot be resolved to a type. Fehlt mir wahrscheinlich ein Geom. Genau. Da mache ich hier mal ein Sternchen draus. Gut. Dann hier dasselbe. Ist kein Rectangle, sondern ist ein Circle. Ich werde das alles, ich verspreche es, ich werde das alles aufräumen. Das ist ein neuer Circle. Und dann nehme ich jetzt halt nicht mehr 32 mal 32, ich nehme einen Radius von 32. Was ja im Prinzip dasselbe ist, sozusagen. Also nicht dasselbe, aber der Wert ist derselbe. Da muss ich da nichts ändern. Was ist jetzt hier? Intersect, genau das war unsere Überladung, wo wir waren. Der Circle ist eins von denen und Intersect nimmt keine Methode von Circle entgegen. Jetzt muss ich kurz schauen, ob das stimmt. Intersect ist undefined for the type draw object. Okay. Wir haben doch hier unsere Intersects. Ach, Intersects mit S. Habe ich die vorher auch so benannt? Moment, Intersect, okay. Dann werde ich hier einfach ganz gemein, wie ich bin, Intersect draus machen. Ohne wieder die Refactor-Funktion zu benutzen. Hahaha. Wir haben ja auch noch nicht viel gemacht. Und damit wäre der Fehler jetzt auch behoben, denke ich mal. Wir müssen gucken, ob das so passt. Es kann sein, dass noch ein paar weitere kleine Bugs sind durch diese ganze Umstrukturierung. Wir werden aus dem Circle-Objekt Candidate werden wir das auch ändern. Also wir werden daraus ein Circle-Objekt machen. Und dasselbe an der Stelle hier. Circle Area ist this Collision Circle. Und Calculation Area Width mal Area Height. Das habe ich für eine Flächenberechnung gemacht. Und zwar werde ich hier den Radius mal den Radius nehmen an der Stelle. Das heißt, ich werde es hier mal auskommentieren und werde Calc ist gleich Area Radius mal Area.Radius oder Areas mal 2. Warte mal. Jetzt bin ich kurz zu überlegen. Ich glaube, Radius mal A mal B. Das heißt, wenn das ja Radius mal Radius. So, dann passt das rein theoretisch wieder, oder? Float. Dann muss ich daraus wieder ein Int machen. Und daraus wieder ein Int machen. So. Genau. Was will der hier nicht? Intersection Bubble. The method intersection is undefined for the type circle. Das ist jetzt doof. Und zwar, dass das Circle-Objekt hier das Intersect nicht hat, oder? Doch Intersects. Genau, aber es kann dir nicht die Größe der Intersection-Fläche zurückgeben, was ich hier für die Berechnung gebraucht habe. Das ist jetzt ein bisschen doof an der Stelle. Deswegen werde ich für die Intersection-Berechnung, glaube ich, wieder mit einem Square berechnen. Und zwar das Ding macht nichts. Das ist folgendermaßen. Und zwar, wenn ich eine in der, wenn ich eine über eine, ich, an der Stelle wollte ich umsetzen, wenn es wahrscheinlich ein bisschen schäbig ist, wenn eine Kollision stattgefunden hat, wollte ich die Bubble in eins von den Grids einordnen. Das heißt entweder links oder rechts. Und ich wollte es fair machen, indem ich habe ausrechnen lassen, in wie viel Prozent von den möglichen Grids, also diesen imaginären Grids, die virtuellen Grids, er sich befindet. Und die größte Prozentzahl gewinnt. Das heißt, ich werde für die Berechnung ja, eine Area, ein Rectangle machen. Und genau, Candidate Intersection. So, ich werde jetzt erstmal ein Candidate Rectangle Objekt machen. Das heißt Rectangle Candidate. Candidate 2. Oder Kent einfach mal, so der Einfachheit halber. New Rectangle. Und gebe ihm vom Candidate den Radius und Candidate Radius. Nicht doch Candidate.Radius mit, dass ich da ein Rechteck jetzt dafür habe für die Berechnung. Dann kann ich hier jetzt halt nicht vom Candidate aufrufen, sondern vom Kant. Was will denn jetzt hier? Wahrscheinlich wieder Float, diese ganze Float-Dinger. Genau, der Radius ist ja Int. Nee, es ist Float und er will Int haben.
Will er int haben? Er will int haben, ja. Dann gebe ich ihm hier zack, 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 zack. So, dann wird die Sache erledigt. Jetzt hat vom Rectangle Candidate kann ich davon Intersects machen. Intersection, genau, und da will er ein Rectangle haben. Habe ich an der Stelle jetzt auch nicht, weil ich vorher hier das Shape von der Kollision benutzt habe, was es jetzt nicht mehr gibt. Deswegen muss ich mir jetzt daraus wieder ein neues Rectangle basteln. Jetzt nur temporär, damit ich die Aufnahme abschließen kann und gucken kann, ob es funktioniert. Indem ich eben sage, hier Source New Rectangle ist gecastet int von Bubble.collision.circle.radius. Und das Ganze jetzt halt nochmal. Das kopiere ich mir jetzt einfach. Huch. 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 Was ist jetzt passiert? Da bin ich. So. Genau. Jetzt habe ich die Sache hier. Genau. Jetzt habe ich ein Rectangle von dem Candidate und ein Rectangle von der Quelle. Und jetzt kann ich hier eine Differenz ausrechnen von, das tue ich mal wegmachen und tue es nochmal neu schreiben. Rectangle Area ist gleich cand.intersection und davon nehme ich die Quelle. So, gut. Calc int, dann nehme ich auch wieder hier vom Area, nehme ich, eigentlich im Prinzip kann ich die Zeile hier komplett wieder wegmachen und nehme die hier, die ich vorhin auskommentiert habe. Huch. So, jetzt hat, müsste das wieder passen und er müsste mir wieder ein zufriedenes Ergebnis liefern, zumindest temporär jetzt hat bis zur nächsten Aufnahme oder bis wir geprüft haben, ob das geht. So, hier Checkform ist vom Typ Bubble. Ich hatte eine Überladung von Bubble, habe ich da eine gehabt? Draw Object, Rectangle, Collision Container, Draw Object. Ja, hatte ich gehabt. Was macht die? Intersect. Checkform. Checkform ist vom Typ Bubble. Ja, muss ich programmieren. Kann ich es vielleicht ummodeln? Was habe ich denn hier? Intersect Rectangle, Intersect Collision Container, Intersect Draw Object. Nee. Was habe ich hier für ein Circle? Dann gucke ich mal, ob ich von Checkform die Zugriff auf die Collision und dann auf den Circle habe. Habe ich? Gut. Dann wäre das hier auch erledigt. So, was habe ich noch für Fehler? Keinen. Sehr schön. Das können wir eigentlich rein theoretisch prüfen, ob das alles funktioniert, was wir hier gebastelt haben. Nochmal kurz zum Machen. Ich habe hier Scheiße gebaut und das haben wir versucht zu korrigieren. Wir haben eine Kollision für zwei Kreise gemacht. Das heißt, wir sind von einem Kreis A ausgegangen, der prüft, ob er mit einem anderen Kreis B intersectet, sage ich jetzt mal. So, und das testen wir jetzt einfach mal und sehen, was jetzt passiert. Gut. Er rattert einfach durch. Das ist gut oder schlecht, je nachdem, wie man es definiert. Jetzt gucken wir mal, wie die ganze Sache aussieht. Wir machen uns mal hier einen Breakpoint an die Stelle. Toggle Breakpoint und machen das Ganze mal in Debug und klicken jetzt mal hier hin. So, wir haben einen Circle. Was hat denn der Width? Was hat denn der für Werte? Bounding Center ID 37. Ich hätte gerne die Punkte davon. Kriege ich jetzt. Ah, genau hier. 415, 752. Das gehen wir mal kurz. Wo ist denn hier mein F5? Bringen wir mal zurück. Zack, zack. Was haben die jetzt für Werte? Also der Punkt für AX ist 33 und für AY ist auch 33. Das ist der Punkt, der oben rechts ausgeht, weil er ja jedes checkt. Kommt ungefähr hin. Also das wäre in dem Fall jetzt, sieht man es hier, das wäre jetzt in dem Fall, ich glaube, die Bubble hier checkt da. Wenn man jetzt hier 32 ausgeht, dann dürfte das hier 33 sein, kommt ungefähr hin. Oder auch nicht, weil das müsste der Sender sein. Ach so, ja, wir haben ja noch ein Offset. Also das kommt ungefähr hin, 33. Und dann müsste jetzt hat die B, das heißt, das wäre die fliegende Kugel, die müsste jetzt irgendwas so um die, was weiß ich, 700 Ungrad haben, wenn das schon mal stimmt. Zack, huch.
Es ist ja zurückgesprungen. Ach, ich bin doch blöd. Da machen wir einfach nochmal von vorne. Hat sich ja nicht viel geändert. Nochmal zurückspringen und. Und noch. Ah. So. Zack, zurückspringen. A-Wert, zurückspringen. B-Wert, zurückspringen. B-Wert, zurückspringen. So. Jetzt halt müsste es uns um die 700, 400 im X-Wert und 752 im Y-Wert. Kommt hin. 400 beim X-Wert ist ungefähr hier und 700 ist ungefähr hier. So. Jetzt müsste die Summe der beiden Radien ausgerechnet werden. Das müsste in dem Fall, wenn ich 32 plus 32, müsste 64 sein. Und das hat nicht geklappt. Warum hat das nicht geklappt? Der Radius ist in dem Fall jetzt hat ein Object. So, und das ist auch. Das mache ich hier einfach mal testweise. System.out. Ne, doch. System.out.println. Ah, ich muss das Debuggen wahrscheinlich beenden, dann habe ich ja keine Intelligenz. Aber eigentlich müsste es doch gehen, oder? System.out.println. Indem ich hier this.circle.radius ausgebe. Das will ich jetzt nicht immer testen. Zack. 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 So, wo ist meine Konsole? Hat er nicht gemacht. Warum auch? Ah, wahrscheinlich war da das. Dazu muss ich wahrscheinlich den mal neu starten, den Dinger. Dann mache ich das einfach mal. Ich unterbreche das hier mal. Ich kenne mich mit dem Debuggen, mit dem Eclipse nicht wirklich so aus. Wie gesagt, Visual Studio verbunden. Dann gehen, machen wir gleichzeitig noch vom WIF, damit wir auch alles richtig haben. Huch. Huch, huch, huch. WIF, 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 WIF. This, 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 this. So, WIF. Und das Ganze jetzt hat nochmal. So, wir klicken hier. Klicke die Klick. Klicke die Klicke die Klick. So, das kommt wieder weg. Das kommt wieder weg. Zack. So, Source not found. Das ist okay. Und jetzt haben wir hier 0,0. Warum haben wir hier 0,0? Das dürfte eigentlich kein 0,0 haben, außer der Circle wird nicht richtig erzeugt. Gut. Dann müssen wir uns mal die Struktur angucken, wie das ganze Zeug. Hier die Backen für Fortgeschrittene, haha. Wir haben unsere Bubble. So, die Bubble hat einen Konstruktor. Die Konstruktor ist hier, der hier, der wichtige. Indem er das Image setzt, indem er die Collision in neuen Collision-Container anlegt, mit sich als Referenz. So, und da ist der Pfeffer wahrscheinlich, der Hase oder der Pfeffer oder der Dinger, der Hase, liegt der Hase im Pfeffer. Wenn ich hier ein Objekt mache, dann sage ich ihm, das doch müsste eigentlich klappen. Ach ja, wir haben hier noch keinen Radius vergeben. Da liegt das Problem. Und zwar, jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Wir haben irgendwo, wo geben wir die Größe vom Image an? Das muss ich kurz selber meinen Code wieder durchgucken. Wir haben hier unseren Bubble. Und der Bubble kriegt ein Image. Und die Set Position, jetzt gucke ich mal kurz, ob ich einen Init-Prozess habe. Init habe ich an der Stelle nicht. Habe ich es vom Draw Object, wo der, wenn er die Grafik legt. Genau, this Image ist gleich New Image. Collision ist gleich Collision. Und die Init wird nicht überschrieben. Gut. Dann sage ich ihm hier einfach ganz banal, weil ich hier keine, oder was heißt keine Lust? Ich habe Lust, habe ich schon, aber das will ich euch nicht antun. Ich sage jetzt einfach mal, der Radius ist 32. Ist zwar nicht sehr schön, aber jetzt für die Aufnahme soll es reichen. Und jetzt prüfen wir das Ganze nochmal, indem wir einfach ohne die Backen losschießen. Und, oh, wir haben eine Kollision. Also er hat zumindest. Er will hier den Grid zuordnen. Er schiebt es zwar in komplett falsche Dinge rein, aber die Abfrage scheint zu funktionieren. Die Kollisionsabfrage zumindest. So. Jetzt lassen wir mal den Punkt. Jetzt gehe ich schon mal ganz kurz in die Methode, die diese Set-Funktion macht, damit das Ding einfach weiterfliegt. Oder einfach nur stoppt, sagen wir es mal so. Das war hier beim Update. Das war für den Winkel Stop at Clicked Position. So, der Full Stop.
Genau, das war der. Nee, das war für ein Click Position, das war was anderes. This set new position point ist das. Okay. Jetzt muss ich kurz gucken, was die Methode für den Grid aufruft. Ist das die Stage, die Update? Genau, set bubble to next empty stop. Die kommentiere ich jetzt einfach mal aus. Speicherleck. Ja, ich bin auch so ein Speicherleck. Und gucke es mal, ob sie jetzt stehen bleibt. Bleibt sie indirekt? Sie bleibt ziemlich weit vorne stehen. Jetzt müssen wir prüfen, warum die so weit. Das sieht für mich ziemlich aus, als ob wir irgendwo einen Fehler gemacht haben, weil irgendwie ist es doppelt so weit weg, als sie wegbleiben sollte. Jetzt gucken wir mal, jetzt machen wir das Ganze mal mit Debug und prüfen mal auf. Machen hier mal. Wie machen wir es am besten, damit wir nicht alles durchmachen müssen, bis wir vorne sind? Wir prüfen, wo machen wir hier den Breakpoint? Sagen wir mal Toggle Breakpoint. Machen wir einfach nur für uns mal. Ich kenne mich da nicht aus, vielleicht kann man das irgendwie machen, dass er 5er Zyklen springt. Wir sagen jetzt einfach mal if with. Get pos oder get center x, nee, get center y ist es. Y kleiner. Wo bleibt denn der ungefähr stehen? Bei 400, sage ich mal bei 500. Kleiner 500, dann system.out.println Test. Das ist nur, damit wir da einen Breakpoint setzen können. Ja, mein Fehler. System out println Test und toggle Breakpoint. So, damit wir beim Debuggen nicht die ganze Ziffer von vorne machen müssen. Er müsste ungefähr hier so aufhören. So, jetzt haben wir hier einen Breakpoint. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Zurück, zurück, zurück. So, wir haben es halt hier für die X-Position vom oberen 65 und für Y auch 65. Ich weiß jetzt nicht, von welchem er ausgeht. Ich denke mal, das wird stimmen. Wichtiger ist der B, weil den können wir nämlich jetzt gleich prüfen. Das ist der, wo geflogen kommt. Das wäre 416 von der Ding und 497 von der Höhe. Könnte das hinkommen? Das könnte 500 von der Höhe, wenn das Ganze, jein, ungefähr. Vom Senderpunkt könnte es ungefähr hinkommen. Wichtiger ist natürlich die Differenz jetzt von den beiden. Also die Summe der Radien ist 64. Das war das, was ich vorhin gemeint habe, was falsch war. Das heißt, 64 kommt hin. So. Jetzt müssen wir kurz gucken. System out. Der Radius wird ausgegeben. Das ist die 32. Das ist uninteressant. Genau für die Stelle. So. Und jetzt hat die A-Seite. Die A-Seite ist 432 Pixel lang. Jetzt ist die Frage, zu welchem Objekt wir prüfen. Das könnte jeden von dem Grid hier sein. Deswegen, ich glaube, ich werde einfach nur ein Grid. Ich werde es für das Debuggen jetzt halt mal hier minimieren, indem ich hier nur eine Bubble setze sozusagen, weil so hat es alles keinen Wert. Das war hier in meiner Stage Init, glaube ich. Das ist, wenn man keine Kommentare macht. Create new bullet. So, draw grid lines. Draw grid. Update grid. War das in meiner Game? Ah ja, genau hier. So, stage ist gleich new stage. State grid. Fill row with random bubbles. Zack, zack. Zack, zack. So, dann können wir es auch ganz viel weiter oben ansetzen mit dem Debuggen. Ich stelle mich hier vielleicht gerade ziemlich bescheuert an, 100 Pro, aber es ist mir egal, es ist YouTube. Damit verdienen viele Leute sehr viel Geld, indem sie sich total bescheuert anstellen. Soll nicht heißen, dass ich Geld damit verdienen möchte, aber es macht mir nichts aus. So, jetzt haben wir nämlich nur noch eine Reihe, mit der wir die Kollision testen können. Hier unten geht es nicht, weil der Winkel ist bei 75 Grad hier, das hätten wir ein bisschen, machen wir nicht. So, er fliegt, 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 fliegt. So. Jetzt wissen wir auch, zu was er sich beziehen muss, ungefähr. Dann ist die ganze Sache nämlich ein bisschen einfacher. Zack, wo ist jetzt mein Debug-Schritt? Da ist mein Debug-Schritt. Zack, 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 zack.
Zack, dann mache ich den Breakpoint mal hier weg und gebe mir, das am geschicktesten wäre, ich gebe mir immer die Summe aus, oder? Dann kann ich mir das ganze Zeug hier sparen, indem ich hier nicht den Radius ausgebe, sondern indem ich hier einfach ein Standard Ausdinger mache. So, indem ich hier System out hinschreibe, indem ich ihm sage, Distanz, hoch, Distanz zu, jetzt brauche ich natürlich einen Wert zu mir selbst oder zu dem Objekt, sagen wir es jetzt mal so, zu dem Objekt with.getPosCenterX plus zack plus with.getCenterY ist. Und dann sage ich, jetzt hat hier C plus C. Gut. Was meckert da? With fehlt ein Plus, das meckert da. Darf er meckern. Und jetzt habe ich hier einen schönen Output. Jetzt gucken wir mal, was er macht. Er schießt, 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 schießt. So, Bullet Force to Stop. Distanz ist 58. So, warum hat er hier Force to Stop? Okay. Macht Sinn? Macht es Sinn? Macht es Sinn? Der Radius ist 32. Die Summe beider Radien ist 64. So, in dem Fall sagt er, die Distanz ist 58. Aber wie wir hier sehen, ist die nicht 58. Das heißt, irgendwo ist der Wurm drin. Vielleicht ist es ja auch gar nicht 32 Pixel groß. Ach so, ja, hehe, 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 sorry. So viel zum Thema. Mein Draw-Objekt ist gar nicht 32 groß. Der Radius ist nämlich nur 16. Ja, da, Radius nicht gleich Durchmesser. Wie war das? So, wo habe ich jetzt noch überall 32 drin? Habe ich in der im Grid was gemacht mit 32? Bestimmt habe ich da irgendwas gemacht mit 32. Mit meinen Scheiß genau. Was war das? Das war für Fields New Circle. Das ist die Abstand und da ist der Radius, oder? Genau, der Radius ist nicht 32 mal 2, also nicht 32 lang, sondern er ist 16. Hihihi. Hihihihi. Wahrscheinlich werden sich viele Leute von euch jetzt aufschreien und sagen, das habe ich schon vor 15 Minuten rausgekriegt. Aha. Lucky Lucky. Das sieht, das kann jetzt an meiner Abfolge liegen, dass der Stopp einfach ein Delta lang zu spät kommt oder der Update nicht sauber genug ist. Das muss nichts heißen. Aber ungefähr kommt es hin. Hier ist 260. Er springt um 30 bis das nächste Mal checkt. Ich muss die Abfrage nur etwas genauer machen oder einfach den Sprung hier ein bisschen genauer machen. Aber ungefähr kommt es hin. Jetzt will ich noch was anderes testen. Und zwar, genau, erkennt jetzt, er bleibt jetzt halt nicht mehr an diesem Viereck. Das heißt, genau, er wuscht jetzt hier durch. Ich versuche es mal ganz glatt irgendwie hinzukriegen. So, genau, da ist er angeeckt. Das ist in Ordnung. Und er ist mit dem Kreis selbst angeeckt. Gut, der Rest ist jetzt Feinheit. Das werde ich jetzt ein bisschen aufräumen. Ich denke mal, das wird einigermaßen geklappt haben. Ich glaube, der ist nicht auf die Kollision mit eingestellt. Genau, der wird gar nicht erfasst. Es werden bloß die gecheckt, die im Grid sind im Moment. Aber wie man sieht, Kollision klappt jetzt wieder. Und basierend auf Kreisen, nicht mehr auf Rechtecken und nicht mehr mit fremden Methoden, sondern alles selber gemacht. Ein kleines bisschen Stolz muss sein, auch wenn das Ganze etwas verwirrt und vernoobt und versonscht was war wie ich. Könnt ihr downvoten, wenn ihr wollt. Denke ich mal, werdet ihr nicht machen. War bestimmt nur lustig für die Leute, die sich auskennen. Für die sich nicht auskennen, genauso. Weil die habe ich nämlich noch mehr verwirrt als vorher. Und ich würde sagen, ich beende diese Aufnahme. Ich danke fürs Zuschauen und ja, bis die Tage. Hat das jetzt geklappt? Ich nehme wahrscheinlich noch auf. Nehme ich noch auf? Ich nehme noch auf.